Also. Ich glaube, man sieht die Zucker nicht mehr. Und das ist mein neues Bücherzimmer. Wow, diese ganzen Regale. Ja. Ich habe gestern Abend extra noch die Regale aufgebaut, damit ich die Bücher dann auch endlich aus den Kartons bekommen habe und habe sie dann gestern Abend noch eingeräumt und endlich stehen die Regale und die Bücher sind drin. Ja, also was ist denn jetzt hier passiert, sag mal? Was denn? Also bei diesem Regal hier, also irgendwie, ich weiß nicht, also was meinst du? Hier sind so große Bücher, kleine Bücher. Das ist ein Jugendbuch, steht neben einem Thriller. Was soll das? Das ist mein ungelesenes Regal. Ja, aber trotzdem. Also das sind die Bücher, die ich nicht gelesen habe, deswegen stehen die da. Ja, aber diese, also ich weiß nicht, also wenn du damit so zufrieden sein kannst. Könnt das ja nicht, ne? Also, jetzt übertreibst du aber, mal ehrlich, mein Gott, das ist mein ungelesenes Regal und ich finde, es sieht gut aus. Naja, also wenn du meinst, ne? Ja, dann guck doch hier mal, das ist mein gelesenes Regal. Aha. Das ist ein bisschen Deko. Also ich finde sehr gelungen. Also ich, also Sina, ich, ganz ehrlich, was ist denn das? Das ist ein Schuber. Schuber. Ja, aber wo ist hier der Fehler? Siehst du den Fehler nicht? Was? Das ist ein Schuber. Da müssen die Bücher nach vorn und nicht hier der Rücken. Das sieht doch schön aus. Und außerdem, hast du nicht gesagt, dass bei dem Schuber, also dass du bei deinen gelesenen Büchern die Sticker abmachst? Die sind hier auch immer noch dran. Also, vielleicht habe ich da vergessen. Und hier unten. Was ist denn das hier unten bitte eigentlich für ein Fach? Was ist denn mit dem Fach? Also, muss ich dir das jetzt ehrlich noch sagen? Ja, bitte. Also, Sina, da steht verschiedene Genres in verschiedenen Größen mit verschiedenen... Also, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Da sind eingeschweißte Bücher. Das sind Bücher, die... Also, mir fehlen da die Worte. Da ist doch nichts eingeschweißt. Und dann liegen diese... Das sind halt Hardcover und das andere sind Taschenbücher. Das ist doch bei Büchern nun mal so. Aber wieso liegen die denn da so lieblos? Die sind vorhin vielleicht ein bisschen umgefallen, aber ja, mein Gott. Dann richte ich sie wieder auf ein bisschen und dann ist umgefallen. Gut. Also ich, also ganz ehrlich, ich kann sowas nicht verstehen. Also ganz ehrlich. Und was ist das hier? Was ist das? Also Sina, was ist das? Was hast du denn hier gemacht? Mein wundervolles Bücherregal. Ja, aber was hast du denn hier gemacht? Das ist eine Reihe. Eine Reihe. Die sortiert man nach dem Erscheinungstermin und nach den Bänden. Das ist 4, 1, 5, 2, 3, 7, 8, 13, 6, irgendwas anderes. Und die 9? Da stehen noch Zahlen drauf. Also das werde ich ja wohl noch hinkriegen, das richtige Buch rauszunehmen. Ja, aber warum machst du es dann nicht gleich ordentlich? Das sieht doch viel, viel besser aus, wenn das einfach gleich so ordentlich im Regal steht. Also ich kenne die Reihe nicht und ich meine, das ist jetzt hier wirklich für Dumme gemacht bei dieser Reihe, ne? Aber auch hier unten, die Marissa Meyer Bücher, ich liebe diese Bücher. Und du sortierst die auch einfach komplett wahllos. Ich mag die Bücher auch, aber ich finde die Reihenfolge so viel schöner. Das passt doch viel besser, weiß, silber, also ich finde das viel schöner so. Ja und gut, das mag, also nein, also ganz ehrlich, da scheiden sich die Geister. Und was ist das? Was ist das? Die stehen auf dem Kopf und auch hier ist wieder dieser Sticker drauf. Boah, Sina, das geht nicht. Also da musst aber du echt stehen in der Reihenfolge, da kannst du nun wirklich nicht. Ja, aber die stehen auf dem Kopf. Hier sind sie doch in der Reihenfolge und trotzdem hast du was zu meckern. Also das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Mach mal einen Punkt. Okay, dieses Sticker-Problem hatten wir jetzt schon mehr als einmal schon erläutert. Also da sage ich jetzt einfach auch nichts mehr zu, ne? Also dass hier überall diese Sticker noch drauf sind. Aber das steht einfach mal auf dem Kopf. Wie sieht denn das aus? Guck dir das doch hier mal an. Der Kopf steht auf dem Kopf. Du tust gerade so, als wenn das gerade der dritte Weltkrieg wäre und aber wenn wir jetzt hier ein Riesenproblem hätten. Es sind doch nur Bücher. Aber es sieht einfach nicht schön aus. Auch hier, was hast du? Dann legst du die Bücher hin und legst du die mit dem Rückband nach oben? Wer legt denn bitte seine Bücher mit dem Rückband nach oben ins Regal? Das macht man nicht. Das macht kein normaler Mensch. Was ist nur los mit dir? Die können doch deine Bücher nicht so egal sein. Besser. Und was ist das? Oh mein Gott. Was hast du denn hier gemacht? Was ist das? Mir blutet mein Herz. Jetzt, also... Du übertreibst immer so maßlos. Es geht hier um Bücher von meiner Queen. Also Sina, meine Queen. Frau Armentrout. Du kannst doch nicht... Guck mal, da steht der Schieber richtig rum. Ja, super. Applaus. Da steht mal der Schieber richtig rum.
Der Schuber im Übrigen, nicht der Schieber. Oh, jetzt fange ich schon an, wie du zu sprechen. Das ist eine Reihe. Und die Reihe gehört zusammen. Man stellt doch eine Buchreihe nicht durcheinander ins Regal, Sina. Das macht mich, ich kriege Kopfschmerzen. Ich kann dir einen Vorschlag machen. Organisiere du doch einfach mein Regal. Vielleicht gefällt es dir ja dann besser. Das ist absolut kein Problem. Das ist also wirklich, also wenn du kein Problem damit hast, würde ich das wirklich sehr, sehr gerne machen, weil wir sind Freunde. Ich werde öfters bei dir sein. Und ganz ehrlich, ich bin so ein Buchmensch. Ich liebe Bücher. Und es schmerzt mich in der Seele, das zu sehen. Warum hast du... Ganz ehrlich, du kommst so oft. Ich habe keine Lust, mir jedes Mal dein Gejammer anzuhören. Von daher, bitte organisiere das Regal. Okay, ich werde es tun. Nicht ernsthaft. Boah, komm, das kann die Autorin echt nicht bringen. Was denn? Dumbledore ist tot. Dumbledore ist tot? Moment. Du erzählst mir jetzt gerade, Dumbledore ist tot? Ist das dein Ernst? Du hast doch gefragt, was los ist. Das war eine rhetorische Frage, die man fragt, was du halt jetzt genau damit sagen willst. Du kannst mir doch jetzt nicht sagen, Dumbledore ist tot. Ich bin beim dritten Teil. Aber du bist doch meine Freundin. Ich muss dir das doch erzählen können. Ja, aber doch bitte nicht, wenn ich erst beim dritten Teil bin. Wie scheiße ist das denn jetzt? Ja, aber ganz ehrlich, wenn du so langsam bist, kann ich da auch nichts für. Boah, ey, das ist jetzt hier nicht dein Ernst, ne? Das finde ich absolut nicht korrekt. Ey, das finde ich absolut blöd. Also, ich finde das auch total scheiße, was die Autorin hier gemacht hat. Ich muss das doch auch irgendwo ablassen können. Wie bitte? Und was soll ich jetzt sagen? Ich lese jetzt noch weitere drei Bücher und weiß schon, dass der stirbt. Du kennst die restliche Geschichte nicht. Ist doch nicht so, als wenn du alles wusstest. Ja, wo ist denn da jetzt der Sinn, wenn einer dieser großen Charaktere in diesem Buch, der mir sehr ans Herz gewachsen ist übrigens schon, ja, dass der jetzt stirbt, dann ist der einfach weg. Und ich weiß das schon. Du bist doch nicht so maßlos. Mein Gott, du machst das alles immer so totales Drama. Ja, ich habe jetzt aber echt überhaupt keinen Bock mehr auf die Bücher. Du hast mir jetzt die komplette Story versaut. Du kennst doch den Rest überhaupt nicht. Das tut doch nicht so, als wenn du jetzt alles wüsstest. Und jetzt geht, ich weiß alles. Organisier du doch mein Regal. Okay, das mache ich. Mal schauen, wie es dann aussieht. Ich bin so geschockt, ich muss dir das doch erzählen. Ja, aber ich bin meine Freundin. Aber ich bin erst beim dritten Teil. Ja, was kann ich dafür, wenn du so langsam bist? Boah, das finde ich jetzt aber echt nicht okay. Ich werde dein Bücherregal wieder in seinen Urzustand versetzen und dann nie wieder leer. Das kam einfach so raus. Kennst du nicht Fuck You Goethe? Doch, okay. Der Schweigefuchs. Ciao! Snape war ein hervorragender Oklumentiker. Ein was? Oklumentiker. Ja, mit dem Brain. Ich frage ja jetzt eigentlich, was ich aus bei Teil 3 bin. So. Messi? Das kann die Autorin nicht bringen. Was ist denn passiert? Das geht nicht. Was? Auf gar keinen Fall. Was hast du denn? Was ist denn los? Ich hab wie heißt der? Dumbledore! Ich darf die Beine halten. Nicht jetzt. Okay, sie sind schon tot. Nicht Leslie. Leslie wäre auch geil. Jenny hatte die Arme. Die Autorin nicht machen. Was ist denn? Willst du es wirklich wissen? Das darfst du doch nicht sagen, du musst dich doch einfach so bräunern. Boah, das kann die Autorin echt nicht machen. Was ist denn? Was ist das doch für ein Scheiß? Ernsthaft? Was? Dumbledore ist tot. Was? Das kannst du mir doch jetzt. Ich habe nicht so gemacht. Du hast aber schon gegrinst wie so ein kleines Honigkuchenpferd. Voll so richtig künstlich. Was? Was? Ich soll jetzt reinlaufen und sagen, das ist mein neues Buchzimmer, ne? Ja, oder so, hier haben wir mein neues Bücherzimmer. Das nehme ich als Outtake. Nein, jetzt ist Schluss damit. Schon wieder bei dir. Jetzt reicht's, ey. Die stehen in der Reihenfolge, da kannst du nun wirklich nicht. Ja, aber die stehen auf dem Kopf. Auf dem Kopf! Es soll übertrieben werden.
Ich bin noch der Buchnerd. Das kann ich doch nicht einfach machen. Du kannst es nicht. Nee. Ich war so gut. Deal. Deal. Die gucken einfach so. Oh mein Gott. Du so. Oh mein Gott. Was ist denn passiert? So, was? Was ist denn passiert? Dumbledore ist tot. Das kannst du mir nicht erzählen. Wow, chicka, wow, wow. Susi, magst du vor der Kamera?